Das wäre übel, das würde ich nicht wollen. Okay. Sprechen wir mit den Leuten. Einer ist hier drin. Nice Rona. Keine Zeit für Butterbier. Mrs. Rape sollte in der Nähe sein. Das nicht was meinst. Habe ich getan? Mrs. Rabe, kann ich mit Ihnen über Theophilus Harlow sprechen? Ich bin mit den Biggles befreundet und versuche, Beweise gegen ihn zu sammeln. Arme Joanna und Archie. Und jetzt hat Harlow auch noch meinen geliebten Isco. Wie meinen Sie das? Warum? Ich bin Wächterin bei Gringotts und mein Mann arbeitet dort als Fluchbrecher. Harlow wollte, dass ich ihm helfe und meine Kollegen dazu nötige, ihm Schätze aus den Gewölben zu geben. Sie haben abgelehnt? Natürlich habe ich abgelehnt. Mehrfach. Ich dachte, sie hätten aufgegeben. Bis eines Abends mein Mann verschwunden war und ein Messer mit einer Notiz in der Tür steckte. Darauf stand, dass ich nur ein paar Tage Bedenkzeit hätte, bei einigen Bankgeschäften mitzuhelfen. Und dass mein Mann es schätzen würde, wenn ich mich beeile. Aber was Harlow von mir verlangt, das kann ich einfach nicht machen. Und mein lieber Isco zahlt den Preis dafür. Warum erpresst Harlow nicht ihren Mann? Iscos Arbeit hat kaum etwas mit den Gewölben zu tun. Er reist für die Bank um die Welt. Er könnte nichts für Harlow tun. Ich dagegen bin täglich in der Bank, was mich offenbar zum perfekten Ziel für Erpressungen macht. Haben Sie Harlow geholfen, seit Ihr Mann entführt wurde? Nein. Ich mache mir große Sorgen um Isco, aber er würde nie wollen, dass ich meine Integrität riskiere. Außerdem ist er äußerst clever. Deshalb hatte ich gehofft, er wäre inzwischen geflohen. Es beunruhigt mich, dass er das nicht getan hat. Und die Nachricht bedeutet wirklich, dass Ihr Mann entführt wurde? Was soll es denn sonst bedeuten? Außerdem waren die Blumen in unserem Garten zertrampelt, als ich nach Hause kam. Es mag albern klingen, aber sie waren Iscos ganzer Stolz. Er hätte so etwas nie zugelassen. Vielen Dank, Mrs. Rabe. Zu wissen, wie weit Harlow gehen wird, ist hilfreich. Wenn auch mehr als beunruhigend. Mr. Bickle wollte uns helfen, doch jetzt ist er weg. Was soll ich denn nur tun? Ich tue, was ich kann, um Beweise gegen Harlow zu sammeln, Mrs. Rabe. Also gut, hier ist die Notiz, die ich bekam. Seien Sie bitte vorsichtig und bringen Sie sich nicht in Gefahr. Mrs. Rape, wir hoffen, dass Sie noch einmal über unsere Bitte nachgedacht haben. Wir haben Ihnen eine großzügig bemessene Bedenkzeit gewährt. Aber unsere Geduld neigt sich dem Ende. Wir wissen, dass Ihr Ehegatte es begrüßen würde, wenn Sie den Wert einer Zusammenarbeit mit uns erkennen könnten. Dürfen wir bis zum Ende der Woche eine Antwort erwarten? Die Angelegenheit sollte unter uns bleiben. Wenn Sie verstehen, was wir meinen. Das ist ein gutes Beweisstück. Danke. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Ich darauf erstmal ein Butterbier. Und zu Mr. Biggles anderen zwei Freunden. Mrs. Rabe, ich hätte da noch ein paar Fragen an Sie. Ich sage Ihnen alles, was ich weiß. Vielen Dank, Mrs. Rabe. Zu wissen, wie weit Harlow gehen wird, ist hilfreich. Wenn auch mehr als beunruhigend. Mr. Bickle wollte uns helfen, doch jetzt ist er weg. Was soll ich denn nur tun? Ich tue, was ich kann, um Beweise gegen Harlow zu sammeln, Mrs. Rabe. Also gut, hier ist die Notiz, die ich bekam. Seien Sie bitte vorsichtig und bringen Sie sich nicht in Gefahr. Okay. Mich in Gefahr bringen ist meine größte Stärke. Das mache ich permanent. Otto Dibbel arbeitet bei Besenknechts. Da muss ich hin. Rebellion. Wasserquelle.
Der kluge Reisende weiß, dass manche Brunnen mehr zu bieten haben als diese relativ unscheinbare Wasserquelle in Dorf Hogsmeade. Aha, dafür gab es eine extra Seite. Okay, da müssen wir hin. Können wir hier rein? Wir können hier rein. Okay, ist aber eher hinter mir. Oh, hier ist eine Truhe. Unsichtbare Taste. Ist nichts Außergewöhnliches. Eine fliegende Taste. Never Setting World. Ich hoffe, er hat es nicht genommen. Vielleicht war es die ganze Zeit hier. Mr. Dibble, kann ich Sie sprechen? Es geht um Theophilus Harlow. Über ihn habe ich nichts zu sagen. Kann ich Sie für ein herrliches Halstuch begeistern? Bitte, Sir. Ich möchte helfen. Ich habe mit Mrs. Bickle gesprochen. Sie kennen die Bickles? Na gut, aber wir müssen diskret sein. Mr. Hill darf das nicht hören. Ich kenne Mr. Hill. Er war am Tag des Trollangriffs nett zu mir. Er ist ein guter Mann, aber er würde das mit Harlow nicht verstehen. Es begann vor ein paar Wochen. Ich war mit einer Notiz beschäftigt, als, Sie wissen schon wer, den Laden betrat. Ich versteckte die Notiz hinterm Tresen und bot ihm meine Hilfe an. Er starrte mich kurz an und bat mich dann nach einer Bestellung zu sehen. Existiert noch gar nicht. Ich ging ins Lager, um nachzusehen, doch die Bestellung existierte gar nicht. Als ich zurückkam, hatte er die Notiz in der Hand. Was stand in der Notiz? Sie war von Rosie Hill, Mr. Hills Tochter. Wissen Sie, wir sind nämlich, nun ja, seit 6 Monaten heimlich verlobt. Wir haben es Mr. Hill noch nicht gesagt. Er erhofft sich mehr für seine Tochter. Harlow wies mich nachdrücklich darauf hin, dass meine Beziehung zu Rosie sowie meine Anstellung hier von meiner Kooperationsbereitschaft abhinge. Um was hat er Sie gebeten? Es ging alles so schnell. In Windeseile nahm er einen sehr teuren Schal vom Tresen, steckte ihn ein und lächelte. Er sagte, meine Lippen sind versiegelt, solange ich meine Freundin ab und zu mit solchen Kostbarkeiten versorgen kann. Bisher konnte ich seine Anfragen immer mit ein wenig kreativer Buchführung ausgleichen. Aber ich kann nicht ewig so weitermachen. Ich habe schreckliche Angst. Ohne Rosie könnte ich nicht leben. Könnten Sie mir mehr über die Nachricht erzählen? So könnte ich sie leichter erkennen, falls ich sie finde. Sie steht auf Rosies speziellem rosa Briefpapier mit ihrem Monogramm. R.A. Daran würde Mr. Hill erkennen, dass sie echt ist. Was haben Sie getan, um die Erpressung geheim zu halten? Wie ich schon sagte, kreative Buchführung. Ich habe außerdem versucht, die Kosten mit meinen Ersparnissen zu decken. Aber das Geld wird knapp. Das zeugt natürlich nicht gerade von der Verbesserung meiner Lebensumstände, um Rosie würdig zu sein. Ich traf Mr. Hill am Tag des Trollangriffs. Er war nett zu mir. Sagen Sie es ihm doch einfach. Er ist ein netter Mann. Aber wenn es um Rosie geht, macht er dicht. Er würde das als schweren Verrat ansehen. Ich würde sofort meine Arbeit verlieren und Rosie dazu. Na, Rosie hoffentlich nicht. Wenn es ihr nur darum geht, Geld zu kriegen, dann ist es... Danke, dass Sie mir das gesagt haben. Ist hoffentlich nicht so. Ich sammle Beweise, um Harlow zu Fall zu bringen. Ich würde ihn nur zu gerne in Azkaban verrotten sehen. Aber passen Sie auf, er ist ein furchtbarer Kerl und unglaublich gefährlich. Was Rosies Brief betrifft, sollten Sie ihn zufällig finden, können Sie ihn sofort vernichten. Ich kenne ihn sowieso auswendig. Verstanden. Und nun ich hoffe, sie liebt ihn auch. Sie liebt ihn auch ohne Geld. Wir sind auf der richtigen Spur. Ein Freund von Mr. Bickles fehlt noch. Okay. Versuchen wir den Filmplatz.
Agippus Filbert. Erstmal Büsche beschneiden. Eine wahre Hufflepuff. Agabus Filbert muss hier irgendwo sein. Da ist er doch schon. Guten Tag. Verzeihung, Mr. Filbert. Ich würde gerne mit Ihnen über Ihr Verhältnis zu Theophilus Harlow sprechen. Ich hoffe, dass ich Mrs. Bickle beruhigen kann, indem ich Beweise gegen ihn sammle. Schrecklich, was Bickle geschehen ist. Er wollte, dass ich gegen Harlow aussage, nachdem dieser mir Gewalt angetan hatte. Aber ich fürchtete Harlows Rache und habe mich geweigert. Sie hätten vielleicht Mr. Bickles Schicksal geteilt, wenn Sie gegen Harlow ausgesagt hätten. Ich vermute, da haben Sie leider recht. Sie sagten, dass Harlow eine Gewalttat gegen Sie begangen hat. Können Sie mir sagen, was passiert ist? Bevor meine wundervolle Frau und Arzibella verstarb, hat sie einen kleinen Gedichtband fertiggestellt. Als Überraschung zu ihrem Geburtstag, den sie nie feiern konnte, ließ ich das Buch binden und mit echtem Gold verzieren. Eines Tages kam Harlow zu mir. Ich hatte mich zuvor öffentlich gegen Rookwood und seine Neandertalerbande ausgesprochen. Bevor ich mich versah, war ich versteinert. Und Harlow durchsuchte mein Heim. Er fand das Gedichtbuch mit den herrlichen Goldverzierungen. Hilflos lag ich dort auf meiner Schwelle und sah zu, wie er mit dem Buch davonging, lachend. Ich war tief erschüttert, bin es immer noch. Sie fürchten sicher, dass Harlow erneut Vergeltung übt. Aber dürfte ich diese Information an Officer Singer weitergeben? Ach, ich habe wohl keine Wahl. Diese Erpressungen können nicht ewig weitergehen. Erzählen Sie meine Geschichte allen, die helfen können. Harlow mag es nicht, wenn Leute reden, aber das ist dir bekannt. Ich habe mit Mr. Bickles Freunden gesprochen. Jetzt muss ich Nutty finden. Okay, mit Nutty wollen wir sprechen. Aber sollten wir nicht erstmal noch den pinken Brief sammeln und dann mal weitermachen? Naja, wir werden sehen. Vielleicht weiß Nutty da mehr. Vielleicht hat die auch Informationen sammeln können. Sie verspätet sich nie. Och, sie wollte in den Eberkopf. Vielleicht ist sie ja dort. Wir spielen. Nein. Auf gar keinen Fall. Natürlich wird auch nichts passiert sein. Schnell, schnell. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Nicht Nutty. Auf gar keinen Fall. Aus dem Weg. Nutty muss hier irgendwo sein. Erstmal ein Trunk. Dem egal ist. Den hören wir uns später. Wo ist Nutty? Oh Gott. Stege des Eberkopfs. Diese Stege vor dem Wirtshaus Eberkopf bieten einen angenehmen Platz zum Sitzen und Entspannen, sofern einem das gelingt. Man nur einen Steinwurf von dem entfernt ist, was in dem zwielichtigen Wirtshaus vor sich geht. Och nö! Nein! Nattys Zauberstab. Nattys Zauberstab? Sie kann ohne ihn zaubern.
Böses sie Spiel. Das aus. Böses Spiel. Sie steckt Spiel. In Schwierigkeiten. Revelio wird mir zeigen, was mit ihr passiert ist. Revelio. Böses Spiel. Nein. Ist nichts passiert. Neugierige kleine Schüler kriegen, was sie verdienen. Au! Wo ist Nati? Revelio! Nati muss hierher gebracht worden sein. Ich muss sie schnell finden. Oh nein. Ach, Schwinderin versteckt. Fußabdrücke führen in diesen Raum. Es muss noch einen Weg geben. Es ist ich. Ich folter die mit Kruze zu Tode. Das ist natürlich. Die Nazi auch nur einer kommen. Eine Geheimtür. Nati muss hierher gebracht worden sein. Ich muss sie schnell finden. Ich bin vorbereitet. Ich auch. Ich höre es gerade. Schon verzeihlich. Ich sollte mich nicht sehen lassen. Ach doch, das lasse ich. Das wird nicht klappen. Vielleicht. Die dürfen mich sehen. Bring es einfach um. Carlo sagt, ihre Freundin ist leicht. Er will sie lieben. Nur jemand von Hogwarts wäre abgedankt, um alleine herzukommen. Ich bin ein Mann am Ende, ein Frau-Armee. In ein Personen-Armee. Ihr werdet sterben. Ich scheine in Hogsmeade nicht sonderlich beliebt zu sein. Kein Wunder nach allem, was ich getan habe. Ja, wie schön leicht es ist, allen anderen die Schuld zu geben. Wir können zurück in die Abhandlung kommen. Die Chefin. Ich gucke zu, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. Du siehst mich gar nicht. Das erste Mal gegen Menschen eingesetzt. Gast. Nazi. In Ruhe. Das kriegt man, wenn man sich mit meiner Freundin legt. Jetzt bin ich nicht immer unschuldig. Bisher habe ich nur Spinnen gequält. Bist mir lieb wie eine Augui, der vom kommenden Regen singt. Wie ein treuer Trupp warte ich hier auf, dass der Wind dich zu mir bringt.
Mein Herz verzaubert, das hast du und nun bin ich ganz die deine. Auch ich hab's gewusst, im Ruhm bist zu mir ewig der eine. Das Buch mit den Gedichten, das Agabus Filbert gestohlen wurde. Er wird sich darüber freuen. Hast du auch, meine Familie. Voll Tanz. Du kannst nicht ewig standhalten. Zu Befehl. Expulso! Expulso! Das wirst du nicht überleben. Das sehe ich anders. Expulso! Als ob der noch lebt. Das war ein schwerer Fehler. Ob ich einen Liebesbrief so noch finden? Erstmal müssen wir unsere Freundin finden. Der Liebesbrief ist zweitrangig. Und hier ist eine Kiste, wenn wir schon mal hier sind. Hier ist nur ein Outfit. Wieder der Natti anfasst. Natti muss hier irgendwo sein. Uns gefunden. Ich wusste, du verstehst die Sache mit dem Zauberstab. Sprich mit drüben. Hat dir jemand was getan? Rebellio. Alohomora. Erstmal das Schloss knacken. Prioritäten setzen. Das ist vielleicht der Beweis drum. Ja, ist Graves Zauberstab. Du wartest noch ein bisschen. Erstmal Natti. Ich sagte erstmal Natti. Okay, du musst wohl Natti warten. Mr. Rabe? Daisy sagte, sie wurden entführt. Sie kennen meine Frau? Wie geht es ihr? Sie macht sich Sorgen. Geht es Ihnen gut? Mir geht es gut. Danke, dass Sie hier sind. Diese Schlösser sind verflucht. Aber auf den Zähnen liegt ein Anti-Apparieren-Zauber. Selbst Natti kann uns hier nicht befreien. Finden Sie meinen Zauberstab. Mr. Rabe, ich habe Ihren Zauberstab. Schön. Ich wusste, er ist in der Nähe. Treten Sie lieber zurück. Man weiß nie, wie ein Fluch reagiert, wenn man ihn bricht. Aha. Und jetzt Natties. Das war ja harmlos. Danke, wie geht's dir? Gern geschehen. Ich danke vielmals. Ihr Mut hat uns das Leben gerettet. Ich bin wohl zu schwach, um mit ihnen zu disapparieren. Doch ich versuche es. Geh schon vor. Finde Officer Singer. Wir kommen hier allein raus. Nun gut. Aber seien Sie vorsichtig. Vielen Dank. Sei kampfbereit. Diese Erschwinderin müssen bezahlen. Hat dir jemand wehgetan? Ich würde gerne nochmal mit dir reden. Sie wurde eigentlich offensichtlich eingesperrt, aber... Hat sich jemand wehgetan. Das interessiert mich sehr. Okay, wir müssen noch einen Liebesbrief finden.
Velio. Wird der Brief ja wohl kaum sein. Okay, das sind wir wieder hier. Und hier nochmal um. Nö, hier ist nicht. Da oben sind Kisten. Den nächsten Hut. Aha, hier haben wir den Liebesbrief. Mein lieber Otto, ich habe deinen letzten Brief wieder und wieder gelesen. Ich werde ihn jede Stunde lesen, bis wir uns endlich sehen. Mir schauert es bei den Gedanken, dass ich dich nun für längere Zeit nicht sehen kann, aber ohne Hoffnung bin ich nicht. Ich sehne den Tag herbei, an dem wir unsere Verlobung mit denen, die wir lieben, teilen können, besonders mit meinem lieben Vater. Ich verstehe, dass du warten willst, bis sich die Verhältnisse etwas stabilisiert haben. Und ich weiß, dass du alles in deiner Macht Stehende tust, dass eine solche Situation bald erreicht ist. Bitte erlaube mir dennoch zu sagen, dass die vergangenen Monate, in denen ich die Gefühle, die mich auf die höchsten Gipfel der Glückseligkeit beförderten, nicht offen zeigen konnte, eine große Prüfung für mich waren. Nun will ich noch ein weiteres Mal deinen Brief lesen gehen. Voller Zärtlichkeit, deine Rosie. Otto Dibbles Liebesbrief von Rosie. Ich sollte ihn zerstören, wenn ich ihn finde. Okay. Können wir das machen? Können wir irgendwie nicht. Durch die Wand können wir nicht durch. Hier können wir lang. Finden wir Officer Singer und erledigen Harlow ein für alle Mal. Ah, not steht schon. Unai. Ich hätte es wissen müssen. Und Sie, der Trollstrecken. Ein Glück, dass Sie beide sicher sind. Aber nur gerade so. Isco Rape sagte, ihn hätten Schüler gerettet. Ich hätte wissen müssen, dass Sie das waren. Geht es Mr. Rape gut? Ja. Er ist jetzt zu Hause bei seiner Frau. Miss Unai. Ihrer Mutter wird gar nicht gefallen, dass Sie diese Männer noch immer verfolgen und sich dabei in Gefahr bringen. Officer Singer, eigentlich haben Natty und ich erfahren, dass Aschwinderinnen mehrere Einwohner von Hogsmeade heftig bedroht haben. Rookwood und Harlow haben nicht nur Mr. Rape entführt, um seine Frau zu erpressen und Natty, sondern auch Agabus Filbert und Otto Dibble ausgenommen. Ach, ich werde das alles untersuchen. Was Sie beide anbelangt, ich bin Ihnen dankbar für Ihre Hilfe, aber das ist alles äußerst riskant. Bitte überlassen Sie die Aschwinderinnen in Zukunft den Behörden. Naja. Bei allem Respekt, Officer. Die Behörden haben da nicht viel unternommen. Eine Organisation wie die Aschwinderinnen zur Strecke zu bringen, erfordert mehr, als aufgrund einiger Anschuldigungen ihr Versteck zu stürmen.
Sie müssen die Angelegenheiten uns überlassen. Das steht doch nicht zur Diskussion. Nazai, naja. Sie möchten sicher mit Ihrer Mutter sprechen, bevor ich es tue. Meiner Mutter wird das nicht gefallen. Danke, dass du mich gerettet hast. Wir reden später. Doch. Steht noch nicht zur Debatte, ob ich die rette oder nicht. Ohne Zögern sofort. So, jetzt haben wir erstmal noch Demigeist zu finden. Ist schon passenderweise gerade nachts. Du gehörst mir, Demigeist. Das müsste Nummer 7 von 9 sein. Oh, eine Nachricht. Die Erschwinderinnen belästigen mich nicht mehr. Ich vermute, das ist ihr Werk. Vielen Dank von mir und Rose. Wir brechen gerade zu unserem Flitterort auf, nachdem wir uns der Hilfe von unserer Heirat erzählt haben. Wünsch das Allerbeste. Kleine Spende für den Musikanten haben wir gegeben. So, was steht jetzt an? Auf zu Poppy, würde ich sagen. Ich hoffe, die müssen wir nicht auch noch befreien. Ich habe für heute genug Leute gequält. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Gut, ich würde aber hier mal vor Hogsmeade jetzt mal eine kleine Streampause einlegen.